So ihr Lieben, ein neuer Tag, ein neues Video. Wie viele von euch wahrscheinlich auch schon vermissen werden, ist unser schöner Midon-Zirkel. Deswegen haben wir für euch heute ein kleines Zirkel-Workout vorbereitet. Vorerst haben wir ein kleines Equipment ausgewählt. Und zwar, ihr braucht einfach nur einen Rucksack. Den könnt ihr individuell befüllen mit Wasserflaschen, Büchern, CDs, DVDs. Einfach damit ihr halt ein bisschen Gewicht habt und es nicht ganz unhandlich ist. Deswegen auch der Rucksack. Ein Ball oder auch gerade eine Wasserflasche, die wir später auch noch benötigen werden für kleine Bauchübungen. Und ein großes Handtuch. Falls ihr Möglichkeiten habt, das irgendwie zu nutzen, eine Säule. Das werdet ihr dann auch später noch sehen. Wir haben einmal, wir machen zwei Durchgänge generell. 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Und was mit dem Handtuch und den TX-Bändern auf sich hat, das seht ihr dann später. Ich wünsche euch viel Spaß und lasst uns ranschwitzen. Okay, wir beginnen erstmal zunächst mit ein paar Hampelmännern und wir starten in 5, 4, 3, 2, 1. Bitte. Sehr schön. Schön darauf achten. Arme und Beine immer öffnen und zusammen schließen. Sehr schön. Hälfte haben wir schon, noch 20 Sekunden. Wir machen es so, immer 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Dass wir so gut es geht auch unseren Midon-Zyklus beibehalten. Und noch 2, 1. Und Pause, sehr schön. Jetzt schnappt ihr vorher schon mal den Rucksack. Ihr habt jetzt noch 15 Sekunden Pause. Als nächste Übung haben wir Kniebeuge für euch vorbereitet. Genau, den Rucksack fest schließen, also nicht so hin und her wackelt. Und noch 2, 1. Und bitte, ihr habt immer schön die Kniebeuge. Tief runter und wieder hoch. Der Rucksackdienst dafür einfach, dass wir ein Zusatzgewicht haben und das alles nicht ganz so einfach eben von sich geht wie die normalen Kniebeugen. Kleiner Hinweis, falls ihr sowas habt, gerne auch mit einer Gewichtsweste, die könnt ihr auch individuell befüllen mit Gewichten. Sehr schön. Okay, jetzt kommen wir noch 5 Sekunden, danach haben wir wieder 20 Sekunden Pause. Und Pause. Sehr schön, Thomas. Als nächstes gehen wir in den Ausfallschritt, und zwar immer rückwärts. Hier machen wir auch immer 40 Sekunden und wir wechseln immer das Bein. Also immer ein Bein nach hinten und dann immer schön im Wechsel. 2, 1 und bitte, Thomas. Sehr, sehr schön. Jawohl. Na, 15 Sekunden. Was ich vergessen habe noch zu sagen, ihr könnt, müsst aber nicht, gerne auch noch einen kleinen Hocker oder einen Stuhl schon mal vorbereiten. Den benötigen wir oder ihr später auch noch. Ist jetzt aber auch kein Muss. Okay, sehr gut, Thomas. Als nächstes gehen wir in den Liegestütz. Dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt den Rucksack, dürfen aber auch gerne aufbehalten, ist überhaupt kein Problem. Hat einfach nur mal mehr Gewicht. Okay, wir starten in 3, 2, 1. Und bitte, runter und wieder runter und wieder. Sehr gut. Oberkörper schon gerade. Nasenspitze kurz über dem Boden halten. Sehr, sehr gut. Kopf auch gerade lassen, wir noch 15 Sekunden. Sehr schön. Jawohl. Okay, noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. Okay, wieder eine kurze Pause.
Als nächstes kommen wir jetzt wieder zum Hampelmann. Das machen wir wieder 60 Sekunden diesmal. Einfach so zum lockeren Warmwerden oder auch zum weiteren Schwitzen. Ja. Sehr schön. Die Hälfte habt ihr gleich geschafft. Zumindest was die Hampelmänner angeht. Wir haben noch ein paar Übungen für euch vorbereitet, ehe es dann in die zweite Runde geht. So. Ich baue hier schon mal ein bisschen um, damit der Thomas gleich direkt starten kann. Bravo. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Pause. So. Jetzt kommen wir zum Rudern. Thomas zeigt es euch gleich einmal vor. Wir machen ein vorgebeugtes Rudern, das heißt, der Oberkörper ist schon gerade. Wir nehmen den Rucksack in beide Hände und ziehen immer schön ran und wieder zurück. In der zweiten Runde zeigen wir euch die Alternative mit der Säule und dem großen Handtuch oder eben bei uns sind es dann die TX-Bänder. Auch hier schön darauf achten, Oberkörper ist gerade leicht nach vorne gebeugt, Arme schön gestreckt halten und immer zur Seite ranziehen. Genau. Schulter wieder schön zusammennehmen. Sehr schön. Noch 10 Sekunden. Falls ihr merken solltet, das Gewicht ist doch ein bisschen zu viel, könnt ihr gerne ein paar Wasserflaschen, Bücher oder DVDs gerne aus dem Rucksack rausnehmen. Ist überhaupt kein Problem. Okay. Jetzt kommen wir zu den Bauchübungen, zu den Crunches. Dafür nehmt ihr euch jetzt einfach eine Wasserflasche, einen Ball. Das Gewicht von den Wasserflaschen oder von Ball setzen entscheidend, sondern einfach, wenn ihr spielerisch was in der Hand habt. Als mal Crunches und übergeben den Ball immer hinter den Beinen. Sehr schön. Noch 10 Sekunden. Jawohl. Und 4, 3, 2, 1. Okay. Wieder 20 Sekunden Pause. Jetzt kommen wir zu mehr. Armübungen, oder generell sind zwei Armübungen, Bizeps und Trizeps. Wir beginnen mit Bizeps Curls. Greifen jetzt wieder den Rucksack und starten jetzt. Genau, sehr schön. Kontinuierliche Ausführung. Oberarm bleibt ruhig, nur der Unterarm bewegt sich, nur das Ellenbogengelenk. Sehr schön. 10 Sekunden. Und Pause. Wieder 20 Sekunden Pause. Nun kommen wir zu den Trizeps. Dafür könnt ihr gerne, wie bereits erwähnt, den Schultern zur Hand nehmen, könnt euch hinsetzen. Rucksack sind am Oberkörper. Oberkörper gerade. Und wir starten jetzt. Rucksack immer schön. Hoch. Hoch. Und schön den Rucksack hochdrücken. Sehr gut. Sehr schön. Arme nach oben strecken und wieder hoch. Sehr gut. Noch 10 Sekunden, dann haben wir eine Minute Pause, die sei euch gegönnt, bevor es in die zweite Runde geht. 3, 2, 1, jawohl. Sehr schön.
Kurze Pause für den Thomas und auch für euch. Eine Minute, habt ihr jetzt Zeit. Trinkt nochmal einen kleinen Schluck. Macht euch trocken, falls ihr doch ein bisschen ins Schwitzen gekommen seid. Dann geht es gleich weiter mit der zweiten Runde. Auch hier starten wir wieder mit dem Hampelmann. 30 Sekunden. Ich hoffe, euch macht Spaß. Und ich denke mal, den Milan-Zirkel ist so gut es geht nachgestellt. Noch 15 Sekunden, habt ihr Zeit. Jetzt 10 Sekunden, Countdown läuft. Okay. Und 3, 2, 1 und bitte. Auch hier wieder 60 Sekunden, den Hampelmann vollziehen. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Hälfte habt ihr schon hinter euch. Noch 30 Sekunden. Jawohl. Und noch 15. Hast du Spaß, Thomas? Sehr gut. Es kommt nicht so rüber. Ist aber so. Ja, auf jeden Fall Spaß. Okay, kurze Pause. So gut? Korrekt. Sehr schön. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Weiter mit den Kniebeugen. Schon noch gut sehen, dann dreht er sich auch gerne nochmal zu euch. Oberkörper ist gerade, Po schiebt nach hinten raus. Knie schieben sich fast gar nicht über die Fußspitzen, das ist so, soll es auch sein. Einfach ein bisschen Entlastung fürs Kniegelenk. So. Als nächstes kommen wir wieder zum Ausfallschritt. So, wechseln wir einmal. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Hoch, wechsel, tief, hoch, wechsel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ruhig langsam und richtig. Gute Ausführung ist wichtiger als viele Wiederholungszahlen. 10 Sekunden. Zwei, eins. Okay, sehr gut. Nun geht es weiter mit dem Liegestütz. Habt jetzt noch 10 Sekunden Zeit, wie es weitergeht. Reiten machen, noch 5 Sekunden, 3, 2, 1, schief, und wieder. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Gute Körperspannung, sehr gut. Sehr schön. Ist gleich geschafft. Zehn Sekunden. Alternativ könnt ihr auch mit den Knien natürlich absetzen. Könnt ihr angenehmere Variante wählen, ist überhaupt kein Problem. Okay, super. 20 Sekunden wieder Pause. Noch 10 Sekunden. Dann geht es wieder weiter mit dem Hampelmann. Wieder eine Minute. 4, 3, 2, 1, bitte.
noch 10 Sekunden. Super. Nun kommen wir zum Rudern. Jetzt zeigen wir euch einmal die Alternative. Schnappt euch entweder das große Handtuch, einmal um die Säule rum, bei uns sind es jetzt die TX-Bänder, und wir starten mit den Ruderbewegungen, ziehen uns immer schön ran. Sehr gut. Thomas zeigt euch das alles jetzt auch noch gerade mal mit dem Handtuch. Okay. Handtuch um die Säule, schön festgreifen und ranziehen. Der erste Runde hatten wir es euch ja gezeigt gehabt, der Thomas hat es euch gezeigt mit dem Rucksack. Das wird er genauso machen wie beim vorgebeugten Rudern. Das hier. Der gleiche Effekt. Aber. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Kurze Pause. Sehr schön. Es geht weiter mit dem Crunches. Noch 10 Sekunden habt ihr Zeit. 5, 4, 3, 2. 1. Sehr schön. Blick richten wir schon nach oben. Und den Ball, die Flasche, CD, DVD, was auch immer ihr gerade zur Hand habt. Abwechselnd. Und die Beine fühlen. Sehr schön. Noch 10 Sekunden. Sehr schön, Thomas. Super. Okay. Wieder 20 Sekunden Pause. Zwei Übungen für euch. Ich möchte euch noch daran erinnern. Jetzt geht es nochmal an die Oberarme, Bizeps und Trizeps. Wir starten wieder mit den Bizeps in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Sehr gut. Aber. Sehr, sehr schön. Boah, noch 20 Sekunden. Sehr schön, Thomas. Und noch 10 Sekunden. Super. 3, 2, 1. Jawohl. Endlich die letzte Übung, auch für euch. Wir starten wieder in 10 Sekunden. Und 3, 2, 1. Und hoch. Sehr gut. Sehr schön. Seht ihr einmal die stehende Variante von Thomas. In der ersten Runde hat er sich hingesetzt. Geht ja auch im Stehen. Das war auch kein Problem. Sehr schön. Und noch 10 Sekunden. Eins, jawohl, ihr habt es geschafft, sehr gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, viel Spaß beim Nachtrainieren, bis zum nächsten Mal. Ciao.